Servus, liebe Freunde der gepflegten Wortwahl und Haltung. Ich bin Raibu und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Ihr schickt es, ich kommentiere es. Das ist das Format, in dem ihr mir eure Replays zukommen lasst. Kurze Änderung im Vergleich zu allen anderen Replay-Videos. Ich ziehe eine wichtige Info nach vorne. Das mache ich normalerweise immer am Ende des Videos. Aber weil das anscheinend die wenigsten noch mitbekommen, ziehe ich das Ganze jetzt nach vorne. Denn es geht darum, weil mir viel die Frage gestellt wird, wie kann ich dir eigentlich ein Replay zukommen lassen? Deswegen jetzt diese Info gleich schon zu Anfang. Schaut einfach unten in die Videobeschreibung, da steht, wie ihr mir eure Replays schicken könnt. So, heute geht es um diesen schönen Panzer hier, den Ferdinand. Und der Ferdinand hat in dieser Woche, glaube ich, für ein bisschen Aufregung gesorgt, beziehungsweise das, was Gaijin mit dem Ferdinand gemacht hat, hat ein bisschen für Aufregung gesorgt, zumindest bei den AB-Spielern. Wenn ich mich richtig entsinne, hat Gaijin mit dem letzten BR-Anpassungsrelease von dieser Woche das BR des Ferdinand im AB von 6-7 auf 7-0 angehoben, was zumindest so, wie ich es mitbekommen habe, an der einen oder anderen Stelle doch schon für ziemlichen Unmut gesorgt hat. Geplant war eigentlich eingangs, den Ferdinand auch im RB und im SB anzupassen, und zwar von 6-3 auf 6-7, was ihm tatsächlich, ja, ich sag jetzt mal, nicht wirklich gut getan hätte in den beiden Modi, weil, wenn man dann als Low-Tier gematcht wird, und das ist ja auf 6-7 tatsächlich recht häufig der Fall, also ich glaube, da hätte der Ferdinand tatsächlich kein Land mehr gesehen, wenn er dann gegen 7-7er Panzer angetreten hätte. Das ist mit einem Ru 251 und auch mit einem Tiger 2 ist das wieder was anderes. Die sind auch ein Ticken beweglicher. Und haben natürlich einen entsprechenden Turm, das hat der Ferdinand natürlich alles nicht. Und im Vergleich dazu ist es schon ganz gut, dass die Änderung für RB und SB von Gaijin schon noch im Vorfeld der BR-Anpassung wieder aus der Liste rausgestrichen wurde. Insofern bleibt der Ferdinand jetzt auf 6-3. Und das ist auch gut, denn das Deck auf 6-3 bei den Deutschen ist ziemlich gut. Die beiden Jagdpanther, oder beziehungsweise nehmen wir mal den Befehlswagen Jagdpanther raus, die Premium-Variante, sondern nehmen nur den normalen Jagdpanther. Dann haben wir den Ferdinand, den Tiger 2P auf 6-3. Und damit kann man sich schon ein ziemlich gutes Deck zusammenbauen. Das ist ordentlich. Wenn man jetzt noch den Befehlswagen Jagdpanther hat, dann habt ihr vier schöne, richtig gute Fahrzeuge, mit denen ihr auf 6-3 ordentlich was reißen könnt. Zusammen mit 6-7 und 5-7 von der Masse der Panzer her, sind das die drei BRs bei den Deutschen, die in meinen Augen richtig gut und richtig ausgewogen sind. Jetzt mal vom Matchmaking abgesehen, dass man vom Matchmaker da tatsächlich das ein oder andere mal direkt eins in die Fresse bekommt. Das ist halt eben einfach so, da muss man halt mit leben. Aber 5-7, 6-3 und 6-7 sind bei den Deutschen, finde ich, doch schon ziemlich gut. Und dazu gehört eben auch der Ferdinand. Snoopy hat mir das Replay eingesendet und er hat mir nur in seiner Beschreibung geschrieben, deswegen klitzekleiner Spoiler, dass er ja doch aggressiver vorgehen musste, als er das eigentlich eingangs geplant hat. Und deswegen schauen wir einfach mal, wie er sich so angestellt hat und gehen rein in die Runde. Das Ganze steigt im Hafen von Novorossiysk im Domination-Modus. Das Matchmaking sieht für Snoopy gar nicht mal so schlecht aus. Wenn ich das jetzt mal hier so überschlage, dann ist es auf jeden Fall ein 6-3er-Gefecht. Wir haben hier noch Tiger 2P, er im Ferdinand und noch ein Ferdinand. Und er fährt gegen Russen, also definitiv ein 6-3er-Match. So, C wird hier schon gecapped und C ist auf dieser Karte ja ein recht unbeliebter Punkt, ist so meine Erfahrung. Da trauen sich nicht allzu viele ran. So, da drüben der T3485 denkt sich auch, okay, YOLO. Und der IS-2 da hinten auch. Okay, kann man mal machen. Schön, dass die Kette da nicht reißt. Aber keine Chance hier für den IS-2, der jetzt im Reload ist. Das gibt Snoopy die Möglichkeit, den TV hier rauszunehmen. Übrigens für diejenigen unter euch, die den TV... Ja. Das ist auch wieder so ein Witz. Er hat 219 mm Pen. Lass das 500 Meter sein und er kommt oben am Turm nicht durch. Naja.
Um nochmal auf den TV kurz zurückzukommen, für diejenigen von euch, die den TV nicht kennen, das ist ein Beutepanther der Russen. Und ist ein Eventfahrzeug gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Zu der Zeit habe ich noch keinen War Thunder gespielt, aber ich meine, es ist ein Eventfahrzeug. So, und hier an dieser Stelle seht ihr jetzt sehr schön, was der Ferdinand alles fressen kann. Und der kann natürlich auch richtig böse austeilen. Hat auf der APCBC der Panzergranate 39-43 auf 100 Meter 232 mm Pen. Das ist schon mal eine ordentliche Ansage. Und wenn ihr nicht gerade gegen APDS-Monster spielen müsst, dann ist tatsächlich eure Frontplatte auch recht gut gepanzert. Sobald aber Briten zum Beispiel um die Ecke kommen mit der APDS, wird's, je nachdem, was es für ein Brite ist, recht eklig. Also ein, zum Beispiel ein Centurion Mark III, der bolzt euch da ohne Probleme durch, ein FV4202 auch. Sehr schön, direkt durch die Frontplatte vom T-3485. So, die ZSU da hinten, die dürfte ihm eigentlich nicht gefährlich werden, die da steht. Ich weiß auch gar nicht, warum der da steht. Da sollte er sich auch jetzt erstmal nicht drum kümmern. Wichtiger ist erstmal, dass er da hinten die T-34er und wenn es auch noch geht, die ISUs rauskriegt. Beziehungsweise jetzt ist es nur noch eine ISU. Ja, sauber. Schön. Drei von, ich glaube, vier oder fünf Besatzungsmitgliedern schon mal raus aus der ISU. Sauber. Fünf Besatzungsmitglieder hat sie. Abschuss Nummer 4. Und er ist hier tatsächlich auf dieser Seite relativ alleine. So, die ZSU hat wahrscheinlich sich, denkt wahrscheinlich sich jetzt, ich fahre jetzt mal komplett außenrum. Aber schade, er hat gerade an ihr vorbeigeguckt. Aber das ist tatsächlich so, man sieht das tatsächlich meistens immer erst im Replay. A, natürlich durch die Marker, die man hat. Und B, weil es einem dann erst auffällt, weil man dann nochmal genauer hinguckt, wo man da eigentlich in der Runde hingeschaut hat. Aber C ist hier tatsächlich ganz, ganz wichtig und der Gegner macht das gut. Sie halten A und C und das macht es natürlich für sein Team noch schwerer. Und schaut es euch an. Klack, 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 klack. Und beim Gegner. Also da ist man schon high hier und dann passiert halt eben sowas, dass das eigene Team komplett aufgeraucht wird und dann niemand, aber auch wirklich so gut wie niemand oder der Großteil einfach nichts tut für das Team. Aber ich finde es auch bezeichnend, diejenigen, Abschluss Nummer 5, schön, diejenigen, die hier noch leben, bis auf ihn hier, sind tatsächlich auch diejenigen, die auch bisher in der Runde was geleistet haben. Also da muss ich mir immer in den Kopf greifen und mir denken, was ist eigentlich mit den Leuten wie denen hier. Und von den Gegnern sind schon noch genug da. So, jetzt ist er in C drin, die Bombe ist ordentlich daneben gegangen. Das gibt ihm natürlich jetzt die Möglichkeit, jetzt erstmal zu cappen. Das wird die ZSU sein. Ja, es ist die ZSU, die da vorhin im Wald stand. Sehr gut, dass er da jetzt auch mal nach rechts guckt. Hier natürlich erstmal warten angesagt, den Artilleriebeschuss abwarten. So, was macht er jetzt? Orientiert er sich Richtung A oder orientiert er sich zurück Richtung B? Ich würde es ja eher. Ah, er schießt. Schießt er noch? Nee. Er hat gewartet, da hat natürlich die BTR ihm schön die Sicht versperrt. Aber eine andere Möglichkeit hat das Mistding auch nicht. Schießen und weiterfahren. So, Snoopy, was hast du jetzt vor? OPT-76.
Armer Kerl. Oi. Schönes Ding. Und der KV 85 gleich der nächste. Hallo. Aber wirklich, sorry Leute, aber so fährt man nicht raus. So fährt man einfach nicht raus mit einem Panzer. Das ist einfach wirklich... Das macht man nicht. Es gibt tatsächlich Situationen und Karten, gerade auch auf Stadtkarten mit engeren Straßen, da hat man keine Möglichkeit, anders rauszufahren, wenn man da jetzt rausgucken will, aber man sollte doch es wirklich versuchen zu vermeiden, da so rauszufahren und einem Gegner da die Seite zu präsentieren, weil das ist schlicht und ergreifend ein gefundenes Fressen. So, wenn sie jetzt B cappen, könnten sie es tatsächlich sogar schaffen. Wenn Snoopy hier nicht rausgenommen wird vorher noch. Aber der Tiger 2P scheint das da ganz gut unter Kontrolle zu haben. Hat jetzt die ZSU beschossen und auch rausgenommen. Das heißt, B nehmen sie jetzt noch ein. Es steht momentan 15.300 zu 5.052. Das könnten sie noch schaffen. Vor allen Dingen, weil jetzt von den Gegnern auch gut Spieler dezimiert sind. Einer ist noch gar nicht draufgegangen. Und das ist, glaube ich, jetzt eine Feindmaschine. Und das nutzt ihm halt nichts, ja. Die LAK 3, wenn die da rumjettet, das nutzt ihr halt nichts. Da oben kommt noch eine IL-4, wenn ich das richtig gesehen habe, ja. Auch der nutzt es nichts. Wenn sie hier alles rausbombt, bomben sollte, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. So, wir haben zwei Gegner im Flugzeug und vier, die theoretisch noch im Panzer sitzen könnten. Ja, da ist noch eine BTR, also eine Flak. Das könnte er... Sauber, das war der Fahrer. Ja, ein Stückchen tiefer noch. Ja, sehr schön. Ja, es war die gleiche Stelle. Kommandant ist jetzt auch raus. Dahinter noch ein PT-76. Und eine ZSU auch noch auf der rechten Seite. Da hinten. Also theoretisch wären drei Gegner noch da, die Sharky noch wegmachen könnte. Jetzt schon bei 7 Abschüssen. 2594 Punkte. Und zwei Zonen gecapped. So, die der ZSU hat die Kette gezogen. Sehr schön. Da hat er sogar mit der Heat getan. Um da keinen großen Overpen zu generieren. Gar nicht mal so schlecht. Denn die APC-BC wäre da wahrscheinlich durchgegangen. Wäre vielleicht detoniert, aber ob er damit die ZSU zerstört hätte, wäre fraglich gewesen. Deswegen mit der Heat einfach drauf gebolzt. Und ich hatte mich kurz gewundert, warum der Bullet Drop so hart ist. Aber das war dann natürlich klar durch die Heat. So, und auch wenn das jetzt langweilig erscheint, das ist auch tatsächlich wirklich mal wichtig. Einfach mal Ruhe bewahren in der Runde. Einfach mal schauen, gerade auch wenn das Team so dezimiert ist. Sie haben es jetzt noch gut rausreißen können, aber es ist jetzt auch da mal tatsächlich wichtig, wenn man so eine Runde gewinnen möchte und man so weit zurückliegt, ihr seht das, der Gegner ist gerade mal bei der Hälfte seiner Tickets ungefähr, dass man da einfach nochmal schaut, da einfach auch nochmal den, ja, den Geduldsfaden nicht reißen lässt. Zwei von drei Caps reichen vollkommen aus und wenn man die dann auch gut halten kann, dann sollte man das tatsächlich auch einfach mal tun. Einfach mal da stehen bleiben und gucken, was passiert. Man muss nicht immer wie eine besenkte Sau nach vorne eiern. Das muss nicht sein. Da muss man auch einfach mal schauen, und den Gegner abwarten.
für mich ist das tatsächlich in den wenigsten Situationen was, weil ich denke mir dann immer, oh mein Gott, lass mich doch bitte einfach nur noch mal nach vorne fahren. Ich will da noch ein bisschen was mitnehmen. Aber ich muss mich da dann tatsächlich auch immer regelrecht dazu zwingen, dann stehen zu bleiben und einfach nur zu gucken, einfach nur abzuwarten. Und das macht Snoopy hier in diesem Fall wirklich gut. Auch wenn wir hier jetzt nicht so viel Action haben. Aber er bewahrt hier gut Übersicht und wartet hier ab und schaut, was könnte hier noch passieren, was könnte hier noch kommen. Ist hier vielleicht noch irgendwo was, wird auf der Karte was angezeigt, weil ihr seht das hier oben zum Beispiel. Da hat es jetzt eben gerade einen seiner Teammates nochmal wieder zerrissen. Also ist hier hinten, könnte irgendwo was stehen. Deswegen da einfach auch mal ein bisschen Geduld walten lassen. Und einfach schauen, was da dann so passiert. Außerdem bekommt er dann immer so, ja, so alle, ich glaube, 3 Sekunden einen Punkt, solange er hier im Cap steht. Das ist auch immer mal was, ne? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Kleinvieh macht auch Mist. So, dafür gibt es jeweils 5 Euro ins Phrasenschwein. Aber ihr seht das, der Gegner hat am Anfang da ziemlich gut gedrückt und gleich schon ziemlich gut wirklich die Punkte gecapped. Ist dann eventuell ein Stück zu forsch vorgegangen und hat sich da, er war sich da wahrscheinlich zu sicher. Und einen Ferdinand, den sollte man tatsächlich, wie gesagt, wenn man nicht mit so einem APDS-Monster unterwegs ist, sollte man so einen Ferdinand tatsächlich am besten von der Seite erwischen. So mache ich es zum meistens immer. Das ist tatsächlich eher so das, ja, das probate Mittel. Vor allen Dingen, wenn man auch mit oder laut hier gegen das Ding gematcht ist, dann muss man da von vorne gar nicht groß anfangen. Natürlich könnte man versuchen, die Kanone zu treffen. Oh, da vorne die Flak, sieht er sie? Ja, allerdings. Ich weiß jetzt nicht, warum die Flak da schießt. Einfach Punkte sammeln, wahrscheinlich. Ja, und da hat das wieder mit der Heat gemacht. Sehr schön. Das ist auch eine clevere Nummer. So. Jetzt ist die Runde auch gleich vorbei. Da haben wir es noch schön rumgerissen und wir gehen nochmal in den Hangar. Das ist nun das Ergebnis. Snoopy am Ende mit 3059 Punkten, 9 Abschüssen, einer Abschusshilfe und 2 Zonen gecapped. Unangefochten auf Platz 1 seines Teams. Und ihr seht das hier auch. Ja, also, das ist tatsächlich hier, ja, so. Ich sage jetzt mal ab hier eher ein Armutszeugnis für den Rest seines Teams. Ja, nichts geleistet und rausgeklickt bis zum geht nicht mehr. Warum das nun so ist, gute Frage. Da kann zum einen Pech mit im Spiel gewesen sein, zum anderen aber auch das ja, typische YOLO-Verhalten, was hier vielerorts an den Tag gelegt wird. Der Erstplatzierte im Gegnerteam 2834 Punkte, 4 Panzer gekillt, 1 Abschusshilfe und 7-mal konnte der spawnen. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber von Snoopy sehr, sehr gut gemacht und ich glaube, es war in diesem Fall auch, wie gesagt, wenn wir da nachher dann nicht mehr so viel Action gesehen haben, war es aber in diesem Fall tatsächlich wichtig, diesen Punkt zu halten, denn C ist auf der Karte dann auch einer der Punkte, der dann auch mal gerne sneaky von irgendeiner Flak wieder zurückerobert wird und dann fängt man wieder an, wieder zurückzueiern, es wieder einzunehmen und mit so einem schweren Panzer wie dem Ferdinand kann das Ganze schon ein bisschen nervig sein. Und Snoopy hat es tatsächlich ziemlich gut gemacht, hat hier auch die Aufgabe des Ferdinands so wahrgenommen, wie sie eigentlich ist, sich irgendwo hinstellen, Stellung halten und halt eben gucken, was passiert und dann eben mit der 8-8 Pack 43 L71 entsprechend zuzuschlagen. Ich fand die Runde ziemlich gut und wie gesagt, es hat auch sehr gut gezeigt, dass man sich auch einfach mal wirklich in Geduld üben muss. Ich kann euch den Panzer auch nur sehr ans Herz legen, wenn ihr ihn dann habt, dann fahrt ihn
auch entsprechend. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, freue ich mich drüber. Und wenn ihr in Sachen War Thunder auf meinem Kanal nichts mehr verpassen wollt, dann auch gerne ein Abo dalassen. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.